was ist wohl in dem Raum drinnen rein? Und was ist unter unserem Schuh, ist die bessere Frage. Gegner. Scheiße, Antwort Mann. Für beides, Gegner und grüne Tomaten. Der spuckt sie in die Hände, hast du das gesehen? Ja, vielleicht sind los. Sie dreckig. Oh, jetzt geil, hier wie er sich fertig macht. Jetzt hab wird wieder in die Hände gespuckt. Wir steigern das Bruttosozialprodukt. Sozialprodukt. Ja, ja, jetzt wird wieder unter Füße geguckt. Wir kratzen die Scheiße, bis es nicht mehr juckt. Ich mach jetzt einfach mal weiter drinnen rein. Da ist Rost. Rostfreier Strahl ist das, das sehe ich von hier. Ich meine, da ist so viel Rost dran, da kann gar nicht mehr, dann ist der Rost frei. Rohrfrei. Rohrfrei. Habt ihr euer Klo schon mal so zugeschissen, dass ein Klempner kommen musste? Nein. Ich auch nicht. Wieso glaube ich das nicht? Ich nicht. Ich war einfach nur eine so Frage. Die Frage, ne? Am besten so, habt ihr auch schon mal? Also, ich auch nicht. Sehr gut. Boah, da kommen ja noch mehr. Was soll das denn? Haben wir schon Herz bekommen gesagt? Nö. Nö, nee, wieso? Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Tschö. Gibt's hier noch Muni? Da. Da ist aber nicht für die Waffen, die ich brauche. Ja, dann mach doch erstmal da drinnen rein, das Dings da drin. Dran. Genau. Das ist eine Seitwärtsrolle mit dreifachem Raketenschuss. Ach so. Boah, hieß er. Also eine Triple Penetration. Eine TP. Ja, Toilet Paper. Toilet Paper? Ja. TP. TP war TP. TP-Nummer. TP. Das war eine TP-Nummer, war bei How I Met Your Mother, die TP-Nummer. Ach, fuck das. Nein, es ist leerer als leer. Das ist ja nichts. Es ist leerer als leerer. Oh, das ist ja wirklich nichts. Dann, reisen wir in die Vergangenheit. Hier kommt bestimmt schon noch irgendwie. Nee. Irgendwo, irgendwas. Irgendwas. Irgendwann. Irgendwo her. Ja, ist da ist, doch, ist doch, die doch das Öl, der Diamant. Ja, ja, das Pokémon. Admiral Akbar. Admiral Akbar. Wie kriegt man durch Öl eigentlich? Eine Falle. Das ist eine Falle. Kriegt durch. Nee. Kennst du nicht Admirals? Musstest du jetzt pausieren? Ja, muss ich. Das hat mich jetzt voll aus dem Konzept gebracht. Mich Admiral auch, aus dem Flow. Herzlich willkommen zum neuen Teil Ratchet & Clank. Admiral Akbar Snackbar. It's a rap! Okay, what? Ich fand's lustig. Ja, ich auch. What? Das ist nur ein Mikro, ist hin und wieder halt so ein. Das hat so ein bisschen schlechten Empfang, deshalb. Nee, Dommel, nee, ist okay. Oh mein Gott. Ausfall. Mikrofon, Ausfall. Das geht hier so richtig rein, ne? Mach doch mal von oben. Ja, das ist emotional. Mach doch mal von oben. Ich bin dabei. Oh fuck. Mach doch mal von hinten. No homo. Hier, aber hinten ist ihre Schwachstelle. Das ist ein Loch, wo man reinschießen kann. Wo man rein. Da kann man seine Ladung ablassen. Ja, genau. Bisschen platzen. Ganze Volumen da. Puff! Bis die Waffe platzt. Parken nur am Hintereingang, ne? Wie war das? So eine Sachen, die man. War das nicht bei Romeo und Julia? Ach nee, oder? Doch. Doch, klingt so, ja. Nee, klingt nach den guten alten Worten von Shakespeare. Nein. Parken nur am Hintereingang, Holdemaid. Nicht parken, aber ich meine, das wäre so ein Zitat da draus. So, Romeo, wenn du mich besuchst, komm von hinten rein. Quasi so. Dann komm von hinten rein, so quasi irgendwie so. Komm von hinten rein. Das klingt so nach dem guten alten Bill. Ja. Bill? Ist einfach der Beste. Bill Shakespeare. Bill Will Shakespeare? Ja, Bill Will Shakespeare. Das sieht schon voll nach was Gefährlichem aus. Das sieht nach aus, als würden wir hier. Eine B-Arena. Das ist eine Location. Das ist ein Location. Ich glaube, hier war der erste Kampf. Ne? Ja. Nein, das ist ein Zettel in der Wand. Azimut. Hat gute Arbeit geladen. Wo ist er? Vorselon. Was heißt der? Vorselon. Vorselon? Wo hab ich ihn hingetan? Der Wildnisraum. Die Folterkammer. Alter, was geht ab mit dem? Was geht ab, Alter, in deinem Brain? Ach, da fällt mir ein, dass wir eigentlich ja noch die Waffen sortieren wollten. Ja, auf jeden Fall, voll wichtig. Machen wir jetzt nicht. Ey, lass den tanzen.
Meinst du, Ruvitron? Nee, ich glaube nicht, dass die Bosse. Dass die Bosse kämpfen, ne? Dass die Bosse kämpfen. Alter, der Dance, der Boss. Oh, was ist das Dickste, was du hast? Das Groovitron. Warum schnipperst du? Ist mal, mach einfach Rock. Weil ich dafür die Zeit hab. Für alle anderen Waffen kann ich, weißt du? Ah ja. Gar nicht so doof. Ja, so doof war es wirklich nicht. Und eine Skala von 1 bis 10? 3? Lachs. Ah, ey, Alter, ohne Scheiß, du bist... Alter, du bist aber so ein richtiger... Aufwärtsschwimmlachs, ey. Aber aufwärts schwimmen die nur, wenn sie tot sind. Ne? Nein. Ja. Die schwimmen. Aufwärts schwimmen sie nur, wenn sie tot sind. Ja, halt, die schwimmen dann an der Oberfläche. Ich meine flussaufwärts. Du meinst gegen den Stream. Ja, flussaufwärts. Upstream, because downstream is too mainstream. Junge, sterb doch einfach. Du steigert das Bruttosozialprodukt. Na 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 na. Hast du überhaupt aktiviert den Prozess? Alter, ist deine Attacke? Geile Attacke. Deine Attacke? Geile Attacke. Ja. Weniger deine Attacke. Er hat dich gerade zweimal getroffen. Ich habe nicht gezählt. 1, 2, 3. Das ist gar nicht mal so einfach, würde ich sagen. Junge. Ja, der hat ein bisschen gepumpt wohl für, ja. Seit dem letzten Kampf. Oh. Du timest das auch immer gut. Ja, ne? 14. Ne? Ja, ich hab dem nämlich Bomben in den Weg gelegt. Ja, das sind ja Minen. Gar nicht so verkehrt. Macht er sich unsichtbar. Jetzt geht er nach da. Kannst du mal hinziehen. Rechts von dir. Direkt vor dir. Davor. Sag ich doch, rechts von dir. Rechts von dir. Direkt vor dir, meine ich doch. Das ist doch alles dasselbe. Ja. Hinter dir, ich meinte vor dir. Direkt vor dir. Hab ich doch gesagt. Direkt vor dir. Alter, was macht der da? Haut der um sich oder versucht der da irgend so einen schlechten Six-Step auf dem Boden? Ich hab keine Ahnung. Rechts hat er. Tim, du bist so klug. Nicht links von dir, würde ich sagen. Schwuchtel. Anrufe Dr. Schwuchtel. Schon besiegt oder was? Schwuchtel. Du musst in den Game-Mode gehen. Game-Mode? Ja. Dann kannst du ihn fertig machen. Jetzt fliegt er nur noch rum. Jetzt ist er einfach nur noch... Wen erinnert er mich? Ah, Alter, gar nicht. Hat der gar nicht? Ich denke, nee, ja. Ich habe gerade direkt an Man in Black gedacht. Zweiter Teil. Ach, diese, an diesen komischen kleinen Gewimpel da, der Spaß, in seinem Ufo da rumschwirrt. Ja, genau. Ach so. Ja, der zweite Man in Black war echt zum Kotzen. Echt? Der war furchtbar. Du bist nicht? Immer so kritisch, ey. Ja. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Ich hasse dich auch, weil du keine Ahnung hast. Da geht's raus. Ich hätte ja jetzt noch Stunden. Ich spreche fürs Volk. Das Volk ist dumm. Gestanden. Nein, das Volk ist mit mir. Einmal rumlaufen, das Volk ist dumm. Um zu gucken. Nein, das Volk ist mit mir. Das Volk ist gegen dich. Nein, das Volk ist mit mir. Wollt ihr ein Volk? Komm in mir! Ah. Du meinst, komm mit mir. Was hab ich gesagt? Komm in mir, wenn du leben willst. Du meinst, komm mit mir. Was hab ich gesagt? Draw together for the win! Ah, starkes Ehe. FTW. Gehst du da nicht durch oder geht's einfach nicht? Ja, wollte sich Zeit lassen. What? Endlich mal! Darf ich die Szene machen? Dann, 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 dann. Komm schon, das ist meine Szene! Arschloch! Arschloch! Du wirst es eh verkacken, du kannst es gar nicht gewinnen! Siehst du? Schon Leben abgezogen. Nee, 64 Leben immer noch. Ja, Arschloch, ey. Lachs, ey, du bist ein richtiger Lombachs, ey. Lombachs. Du kannst es einfach nicht, Mann. Was machst du denn? Ganz ruhig. Rettungsmissionen sind genau mein Ding. Junge! Wie deaktiviere ich das Ding? Junge! Das Kabel müsste zu einer Art Energiequelle führen, Junge. Verdammte Mongo, Junge! Folge ihnen, zerstöre die Sicherungsgeneratoren. Junge! Gib mir den verdammten Schreibschlüssel, Junge! Ey! Deine Gefickschnitze, Junge! Verrückte Mongo! Hey! Hier mit dem Ball, Junge! Das war viel zu weit. Er kann nicht zurücklaufen. Wenn du nicht machst, bist du verfickter Homo! Junge! Junge, was soll das denn? Domme at his finest. Aber ja, das ist ja auch, er ist ja auch Rätseldomme und nicht irgendwie. Ja. Rätsel, drin rein, drehen das Ding Tim. Immer weiter, Domme. Was? Und heißt, spin your pim right round, when you go down, Und
Und dann dieser Rap-Part. Doppelte, doppelte, katatata, tatata, pata, katata, fata, na, 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 ka, sakata, fata, na, hata, na, na. Genau. Was ist das denn? Was ist das? Omnisauger, Eis. Ich glaub, damit kann ich. Der hat jetzt Eis aufgesaugt. Ernsthaft? Eis auf jeden. Ernsthaft? Ja. Ernsthaft Eis? Ja. Awesome. Eis. Aber vielleicht war es einfach nur kaltes Wasser. Ja, nimm's mit. Under pressure. Na 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 pushing down on you. Pressure. Das war Feuereis und Dosenbier. Fällig. Feuereis und Dommes Bier? Ne, Dosenbier habe ich gesagt. Führen zum Ziel. Hier. Aber nicht hier. Aber nicht hier. Gut, ich wollte auch irgendwas verneinen sagen. Ja, hab ich dir dann gesagt. Dankeschön. Ja, Dom, das ist einfach gut. Danke. Ich krieg einfach gut mit dem Dom aus. Mit mir? Ja. Ja, deswegen hast du ja Dom. Du kommst gut mit Dommes aus. Mit Dommes? Nee. Ja, mit Dominix. Mit Dummdümmer? Ja. Hä? Redst du gerade von der Mehrzahl von uns? Rätseldomme. Die Mehrzahl von uns ist Dom. Nein, Domi. Ihr seid die Dommen. Domi. Ihr seid die Dummis. Nicht Dummis. Ihr seid die Dummis. Nein. Ab sofort seid ihr Dummis. Als ob du nicht voll auf diese Stimme abfahren würdest. Ich habe übrigens gesehen, dass die Tuse, die das spricht, einen Katzenschwanz hat. Ja, die ist voll, die hat Fell. Ja, die hat Fell. Überall. Normal Fetisch. Ja. Alter, ohne Scheiß. Domme, du hast einen Ständer. Ja. Normalzustand. Normalzustand. Standhaft. Junge, dreh doch mal weiter. Ja, du drehst auch echt scheiße. Du Pimmel-Lombax. Hör auf! Alter, ich hab's perfekt gemacht. Ohne Scheiß. Ja. Ich hab's perfekt. Du bist so doof. Ich bin ehrlich gesagt ein Typ, der das so nicht akzeptieren kann. Ja, ich kann das ganz gut. Ich auch nicht. Ich wäre da nicht drüber gegangen. Ich wäre auch nicht drüber gegangen. Ohne Scheiß. Ich hätte es gar nicht geschafft. Du hättest noch einmal komplett rumgedreht. Deinen ganzen, ne? Zwangsnerven. Ja. Wir sind hier beim Let's Play und nicht beim Let's Richtig. Ja, ich play. Ja, eben, deshalb habe ich es ja so gelassen. Play und richtig schließen sich schon mal von vornherein aus. Play und richtig. Ja. Sind Gegensätze? Gegensätze ziehen sich kann ich aus. Ja. Oh, bam, baby, bam. Und wie die sich ausziehen. Die löten sich so richtig gegenseitig. Echt die Kimme. Oh, pass auf. Wieso drifte ich eigentlich immer wieder ab? Ich kann das gar nicht steuern, Leute. Doch, könntest du. Nein. Mit Hirn geht das. Mit Hirn? Hirn! Gehirn! Das, was dir fehlt, Tim! Hirn? Ja. Ich bin der Gehörnte. Ja. Zack. Ich einfach mal sagen, ne? Also wenn die Eier haben, dann sprichst du das. Okay. Ich weiß doch nicht, ob es irgendwas bringt. Nope. Anscheinend nicht, so würde ich mal behaupten. Okay, gut. Und jetzt macht das Pferd. Ja, genau. So, nicht schlecht. So, aber machen die Pferdis das. Die Sarah Jessica Parker. So. Oder die Sarah Jessica Parker. Denn wie alle wissen, sieht Sarah Jessica Parker aus wie ein Pferd. Genau. Aber falsch, sie ist ein Pferd. Ich dachte, sie sieht aus wie ein Pferd. Nein, sie ist ein Pferd. Die ist sogar ein Pferd. Sarah Jessica Parker war auch die berühmtesten Rennpferde der 30er Jahre. Immer schon wieder am Lachen ist, wenn ich mal wieder irgendwie ein bisschen versuche, Intelligenz hier in Kultur reinzubringen. Kultur, ja. Kultur. Von mir aus. Hintergrundwissen. So. Promi-Hintergrund. Promi-Hintergrund. So. Das ist nicht dieser Beutel, wo man seine Sachen reinfügt, wo man aufreißt. Kotzbeutel. Nee, das nennt sich Jute-Tasche. Letztens in der Disco war irgend so eine Ökotuse mit der Jute-Tasche und hatte da einfach Wodka und so Scheiße. So aus Hanf. Ja, ohne Scheiß. Ja. Und packt dann einfach mitten in der Nachtschicht, packt die einfach so ein Ding aus. Die hatte wahrscheinlich kurze Haare mit so einem kleinen Zopf hinten, ne? Keine Ahnung. Ne? Ja, doch, so sehen alle Ökos aus. War dunkel. Also ich weiß schon nicht, ne? Aber wusstet ihr, wie man rausfindet, dass Leute Öko sind? Wenn die reden, die Ökos? Ne, sie werden es einem auf jeden Fall sagen. Das stimmt wirklich. Ja. Das ist eine Tatsache. Das ist genau wie bei Vegetariern. Ist scheißegal. Ist scheißegal, ob du es hören willst oder nicht. Die sagen dir, nein, ich bin Vegetarier. Also wenn du den Fleisch anbietest, sagen die sofort. Ja, aber da kannst du willst dir nur was zu essen anbieten, so, nein, ich bin Vegetarier. Also, what the fuck? Ja, oder wenn du sagst, ja, was willst du trinken? Wasser bitte, ich bin Vegetarier. What the fuck? Hast du ein Glück. Als ob das gewollt war. What?
Er wollte es dramatisch machen. Ja, ich wollte es dramatisch machen. Meine Schule. Wer ist deine Schule eigentlich? Tim's Awesome Dramatisch Mach Schule. Dramatisch Mach Schule. Grammatik unterrichten die nicht. Nein. Academic of Dramatic. Warum auch? Finde ich unnötig. Grammatik unnötig auch finden. Auch finden. Tja, Junge, deswegen war Meister Yoda auch bei mir. Das war ein gutes Argument. Das stimmt, das war wirklich gut. Er hat bei mir gut gelernt. Das Argument war. Make out with me, Will. Nur für Halbgötter, Jedis oder mehr. Jedis oder mehr. Also ja. Riesige Mengen an Wasser.